Hallo, hier ist wieder mal Mr. Kiss, euer Waldlehrer. Ich bin hier im Ossumer Forst und wollte euch mal ein bisschen was über das Schabox Kraut erzählen. Das ist das hier unten. Das ist dieses grüne Kraut. Das haben die Leute früher als erste Vitamin C-Gabe im Jahr genommen. Und zwar, weil das sehr Vitamin C-haltig ist. Und das heißt eben auch Schaboxkraut, weil es weil es gegen Skorbut hilft. Schabock ist nämlich der Landname von Skorbut. Also der Name auf Land von Skorbut. Das ist ja diese Seemannskrankheit, die durch Vitamin C-Mangel hervorgerufen wird. Und Schabock ist der Name von dieser Krankheit auf Land. Und das kann man einfach so nehmen. Und dann kann man die Blätter hier nehmen. Und einfach so essen. Aber ich mache das jetzt mal einfach so, weil normalerweise würde ich das nicht machen, gerade nicht mit Kindern, weil da könnte der Fuchsbandwurm dran sein. Weil das ist ja so niedlich am Boden. Und der Fuchsbandwurm wird ja über den Kot des Fuchses übertragen. Und der Fuchs kotet ja nicht nach oben, sondern nach unten. Und deswegen könnten über den Regen die Eier da verteilt sein. Aber für mich ist das nicht so schlimm, weil die Inkubationszeit des Fuchsbandwurms, wenn der richtig wirkt, das sind 25 Jahre und ich weiß nicht, ob ich so alt werde. Also, obwohl dann, dann bin ich 90 und dann ist das auch okay. Okay, auf jeden Fall, das ist das Schaboxkraut, sehr viel Vitamin C, aber man muss es normalerweise eben heiß abwaschen. Man kann es ganz normal essen, es schmeckt nicht besonders, aber halt nach Blättern. Okay, das war's für heute. Bis dann. Tschüss.